erzielt, was wir getan haben. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Ich bin mal eine Treppe heruntergefallen. Und sie sah genauso aus wie diese Treppe hier. Warum suchen sich Geister eigentlich immer Magier aus? Das frage ich mich schon lange. Ihr sprecht von Dämonen. Ich bin kein Dämon. Aber sind Dämonen denn nicht einfach nur Geister mit individuellen, schillernden Persönlichkeiten? Sie wurden von ihren Begierden verdorben. Aber was wollen Sie denn nun von Magiern? Vermutlich wünschen Sie sich das Gleiche wie ich. Stille. Ihr seid die Staubfresserin, die zum grauen Wächter wurde. Ich kann nicht glauben, dass ihr es wirklich seid. Jeder kennt euch. Ihr seid eine Heldin. Wenn ich könnte, würde ich mir eure Unterschrift auf den Helm geben lassen. Ich kenne jemanden in der Stadt des Staubs, der für so etwas seine Zähne verkaufen würde. Aber ich kann ja nicht wieder zurück. Legion der Toten, wisst ihr? Sie mögen es nicht, wenn wir zurückkommen.
Wie auch immer, mir fehlt leider die Zeit für lange Plaudereien. Ich sollte wohl wieder zurückgehen, so töricht das auch klingen mag, und nachsehen, ob ich noch etwas tun kann. Es geht um die alte Festung Kalhirol. Irgendetwas geht dort vor sich. Ich glaube, die dunkle Brut züchtet eine Armee heran. Wir müssen herausfinden, ob diese Annahme den Tatsachen entspricht. Wir dürfen nicht zulassen, dass die dunkle Brut ihre Pläne in die Tat umsetzt. Die Legion wollte das untersuchen, aber wir waren Kalhirol nicht gewachsen. Es war ein Massaker. Und jetzt bin nur noch ich übrig. Die dunkle Brut hat sich verändert. Diese Kreaturen sind raffiniert geworden. Sie haben die Legion zerschlagen. Ich habe gesehen, wie sie einige der Frauen verschleppt haben, und danach stand mir überhaupt nicht der Sinn. Was? Wirklich? Hatte ich nicht erwähnt, dass Kalhirol eine Todesfalle ist? Warum wollt ihr das tun? Wisst ihr, irgendjemand hat mir mal erzählt, dass das Böse deshalb immer siegt, weil das Gute dumm ist. Das hier ist der beste Beweis dafür. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Kalhirol erwartet uns, und wenn man die dunkle Brut sich selbst überlässt, kommt sie auf allerlei merkwürdige Ideen. Bei Andrastes Blut. Wie anders. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Naseweiß häufiger rauslassen. In dieser Robe ist es doch bestimmt ziemlich langweilig. Rauslassen? Damit er mit der dunklen Brut spielen kann, meint ihr? Ja, das ist eine tolle Idee. Schon gut. Ich verstehe euer Argument. Ich kümmere mich darum. Ich weiß nicht viel über Kalhirol, nur das, was mir Mitglieder der Legion erzählt haben. Die Festung war wohl eine Lehrstätte für die Schmiedekaste. Mit dem Fall der Festung ging vieles von dem verloren, was die Schmiede gelernt hatten. Sie haben seitdem nie wieder so etwas wie Kalhirol erbaut. Das ist Yuka. Er ist verletzt. Schwer! Sigrun? Ja, ich bin es. Bleib ruhig und versuch nicht zu sprechen. Nein. Ich fühle meinen Tod kommen. Echt eine Befreiung. Nein, ich habe Verbände, ich kann helfen. Ihr müsst mir zuhören. Die Brutmütter, sie gebären. Ich habe eine Armee gesehen. Ihr müsst sie aufhalten. Aber seht euch vor den Kindern vor. Sie sind Abscheulichkeiten. Selbst für die dunkle Brut. Was? Was für Kinder? Wessen Kinder? Vergebt mir. Die Ahnen wachen über dich, Bruder. Wir müssen die Arbeit der Legion beenden. Diese Brutmütter müssen vernichtet werden. Yeah.
Länger am Nacken sitzen müsst? Schon gut, schon gut. Selbstverständlich. Schon gut, schon gut.